Wir haben ja die Idee, hier im Salon ein neues Bett zu machen. Und das ist jetzt die Aufgabe für heute Abend. Bis jetzt war das einfach ein Sofa-Ecke hier. Und jetzt kommt hier ein Holzbrett rein, damit wir hier eine Sitzecke, Liegecke machen können. Der jetzige Plan sieht vor, dass wir die Stützen hier für das Bett werden brauchen. Und zwar die hier bis da, dann hier absagen. Und die anderen beiden hier, die kommen dann weg. Dann gibt es sehr viel Platz und dann ein schönes Bett, wo man natürlich unten recht viel Platz hat. Stauraum, wo man Kisten mit Material her tun kann. Ein, zwei Stunden später, das Bett ist fertig gebaut. Ich zeige euch schnell, wie das aussieht. Und zwar habe ich eine Platte zugeschnitten, die hier schön reinpasst. Wir haben hier hinten ein Leistchen. Was stützt. Hier ein Block und da hängen ein Leistchen. Und dann die beiden Stützen hier, die ursprünglich zum Tisch gehört haben, um den Tisch zu stützen. Und dann noch hier habe ich Blöcke gemacht, dass es auf der Höhe dort stimmt, damit es auch dort schön aufsteht. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ist der offizielle Test. Ja. Es hält. Voilà, unser neuer Salon ist soweit mal fertig, grundsätzlich. Und es sieht so aus. Hallihallo, herzlich willkommen. Heute und am nächsten Tag ist hier angesagt, dass hier abschleifen. Das ist ein Sitzgelenk vom Kopf. Da ist so komisch rot drauf, und jetzt haben wir es gesehen, das ist so ein bisschen gerübelt. Schleife das alles ab, dann ist auch so angefangen. Und dann streichen wir es neu. Heute ist es bewölkt, ein bisschen zum Glück, es ist es abartig heiß. Als wir das Schiff gekauft haben, hat mir schon das Rot nicht gefallen. Da überall jetzt so rot. Da rot. So ein komisches Rot. Und dann das Schrecklichste, wie sie hier sitzen. Die bin ich jetzt, habe ich gestern alle abgeschliffen. Ausser die kann man glaube ich nicht wegnehmen. Die muss ich dann so schleifen. Jetzt werde ich all das Rot da unten abschleifen und hinten das Weiss auch, also anschleifen, nicht abschleifen. Und dann neu streichen und nicht rosarot, sondern Weiss. Ich habe den ganzen Tag geschliffen, das Cockpit, zeige dir dann noch was. Jetzt bin ich durch. Ganz staubig. Aber ein Fakt. Es geht voran, da habe ich mega Gas gegeben. Oh, und jetzt sind wir einen Monat hier an Land. Und wir freuen uns, dass wir schon so ganz viel erreicht haben und ganz viel müssen wir auch machen. Aber es geht weiter. Ich habe gestern alles gestrichen noch. Und jetzt bin ich dann noch den hier am Lackieren. Das Licht ist sehr schlecht, sehe ich unter dem Zelt. Aber es ist alles weiss. Die Frage ist, wie lange. Gestern habe ich es fertig gestrichen und jetzt ist da alles schon so Staub drauf. Das tut so weh, wenn man etwas so schön gestrichen und dann sieht es so leid rein. Aber es ist cool zu weiss. Mal wieder etwas gemacht auf unserer Liste. Wir kommen dem Ziel näher, weil es ist nötig. Es ist fast 30 Grad hier. Ich bin gestern 3 Stunden Velo gefahren mit der Chloe zu meiner Body gehen und das kann ich nicht jeden Tag machen. Es geht vorwärts hier auf der Baustelle. Ich zeige euch einfach kurz, was jetzt gegangen ist die letzten Tage und was der aktuelle Stand ist. Die Seite vom Rumpf ist heute fertig geworden. Also die Vorarbeiten sind fertig geworden. Hier war eine Schürleiste drauf, die komplett verrostet war. Und die beste Lösung war, das alles abzuschneiden. Und dann kommt da so ein Gummiprofil drauf. Das wird cool. Da seht ihr die Gummischürleiste, die drauf war. Und da unten dran hat es natürlich gerostet. Da seht ihr, wie extrem das verrostet ist. Hat aber auch 30 Jahre lang Zeit gehabt. Von dem her nicht so erstaunlich. Ich habe hier heute eine Badeplattform geschaffen. Auch da hat es natürlich diverse Roststellen gehabt.
Aber wenn das neu gestrichen ist, wird das wie neu aussehen. Das Cockpit sieht bereits etwas anders aus, ist jetzt weiss gestrichen. Und drinnen ist natürlich das übliche Chaos. Und meine grösste Arbeit für die nächsten Tage ist halt noch das hier. Da muss ich mal mit reinknäulen und die ganze Isolation rauf tun. Es sind ein paar Stunden, die hier investiert werden müssen. Habe ich noch nicht geschafft anzufahren. Dafür sind die Fenster drinnen. Der Ventilator ist einmal installiert und dicht. Sieht halt noch nicht schön aus. Sonntagabend und wir haben wieder ein wohnliches Boot. Ist zwar noch nicht alles schön aufgeräumt, aber wir haben hier wieder eine Decke drin. Und wir haben hier oben auch wieder eine Decke. Und hier vorne auch. Für das ich nicht so talentiert bin mit Holz, bin ich doch zufrieden, wie es rausgekommen ist. Ja, in zwei Tagen geht es zurück in die Schweiz. Freunde und Familie besuchen. Und am Schiff wird die Werft weiterarbeiten. Und die Idee ist, dass wenn wir zurückkommen, eine Woche später, dass wir dann an den Details arbeiten und in ein paar Tagen das Schiff ins Wasser tun, alles einräumen und Richtung Süden losdüsen. Das war es für diese Woche. Habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.